So! Mikro kaputt! Warum wir das immer machen? Ich muss das üben. Eines Tages kann ich so gut klatschen wie ihr. Willkommen zu einer weiteren Deathplay-Folge. Nochmal von Deck 13. Oder bei Deck 13, wie auch immer. Ich bin Jan von Deck 13. Von und mit Deck 13. Von und mit Deck 13, ja. Von und zu. Und ihr? Ich bin der Jan von Cliffhanger Productions. Ich bin Jan von Kinghardt. Ja, eine weitere Jan-Runde. Wir versprechen euch, es gibt auch wieder andere Runden, ja. Wenn ihr unsere Fressen nicht mehr sehen könnt. Aber wir haben ein cooles Thema, glauben wir, nämlich etwas, was auch in den Kommentaren aufgetreten ist. Und wir haben es mal versucht, etwas polemischer zusammenzufassen, als es sehr höflich uns gefragt wurde. Nämlich, du hast es so schön formuliert. Formulierst du nochmal so schön. Warum dauert es immer so lange? Ihr macht doch immer das gleiche Spiel. Genau. Also das ist übrigens, das hört man sowohl von Spielerinnen und Spielern als auch von Publishern gerne mal, wenn die mit einem über Preise verhandeln. Nach dem Motto, ihr habt es doch schon, das müsst ihr nur noch reskinnen und dann ist es doch da. Also hier, Lords of the Fallen, The Search, das ist genau, doch das gleiche machst Geld. Einfach, machst du einfach Future drauf. Das war eigentlich nur eine Mod. Ja, genau. Eigentlich nur ein Texturpaket. Ja, das ist ganz schön interessant, glaube ich, wirklich. Also wie ist das? Lords of the Fallen kann man, glaube ich, ganz gut als Beispiel nehmen und The Search, weil die relativ viele Sachen da drin hatten, also relativ viele Assets, relativ viele Spielstunden, relativ viel Aufwand, mit denen die gebaut wurden. Die haben 2 bis 3 Jahre in der Entwicklung gedauert, das heißt, da ist ziemlich viel reingeflossen. Und natürlich ist es einerseits so, dass man sagt, wir haben da jetzt viel gelernt und das benutzen wir jetzt im nächsten. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viel, was man nicht wiederverwenden kann. Kann man mal kurz durchgehen. Man hat den Kampf, da hat man Gegner, das ist dann ein Monster, ein Dämon und jetzt hat man einen Robotergegner im nächsten Spiel. Da kann man schon mal nicht wiederverwenden. Das macht man neu. Grafiken. Ja. Das ist Grafik, Animation, an sich, Rigging. Genau. Also den ganzen Kram kannst du nicht hier machen. Dann natürlich die Levels. Also erstmal willst du ja nicht durch die gleichen Kurven irgendwo durchlaufen. Zweitens hast du sowieso viel gelernt und gesagt, so funktioniert das gar nicht gut. Wir müssen das alles ein bisschen anders bauen das nächste Mal. Wir haben dann auch Probleme festgestellt. Du hast neue Ideen dann. Du sagst zu einem Szenario wie eine Fabrik, musst du irgendwie die Dinge anders bauen als für Dungeons in irgendeiner Fantasy-Welt einfach. Du kannst nicht die gleichen Tunnels nehmen und anders anmalen. Das sind auch wieder Assets. Aber das wäre jetzt immer Level-Design. Level-Design und Assets. Also das heißt, alles, was, sage ich mal, Inhalte sind. Alles, also, was man so bastelt. So, ja, genau. Inhalte. Sieht, also alle Inhalte, das ist alles, was man sieht, ist irgendwie anders. Also die Level sind anders, die müssen neu gebaut werden mit den neuen Inhalten. Aber die ganze Programmierung, also rumrennen und oft Sachen draufhauen. Also ich glaube, man kann, je nach Spiel, schon mehr davon verwenden. Man kann wirklich sagen, toll. Habt ihr was wiederverwendet? Ja, oder habt ihr von 0 an oder von 0,2 also angefangen? Wir haben ja auch unsere ganze Grafik-Engine, die bauen wir selbst, die haben wir schon wiederverwendet, aber wir haben sie natürlich auch weiterentwickelt. Das heißt, wir waren froh, dass wir sie schon hatten, dann konnten wir es das nächste Mal ein bisschen besser machen. Das Gemeine an der Sache ist, dass ja alle anderen Leute auf der Welt auch ihre Sachen besser machen. Das heißt, Lords of the Fallen kam direkt raus mit der Xbox One. Das war also wirklich da ganz kurz nach Release kam unser Spiel raus. Da wussten alle auch noch nicht hundertprozentig, wie machst du die Sachen perfekt auf der Xbox. Aber wenn das nächste Spiel dann 2 Jahre oder 2,5 Jahre später rauskommt, haben alle anderen auch schon gesehen, man kann viel tollere Sachen mit der Konsole machen und da musst du ja nachziehen. Das heißt, unser Technikteam saß nicht da und sagte, ihr macht mal irgendwie schöne Grafiken und so, wir gucken uns das mal an und sehen, was ihr so mit unserer Technik alles Schönes bauen könnt. Sondern die haben da geschwitzt, um die Framerate hochzuhalten, um zu gucken, okay, wie können wir da noch mehr rausholen, wie sehen die anderen Games inzwischen aus, was gibt es für tolle neue Beleuchtungsmodelle und so weiter, wie können wir das bei uns einbauen, wie können wir auch einfach die Sachen, die vorherigen vielleicht noch nicht gut waren, vielleicht war die Framerate nicht überall gut, wie können wir das lösen diesmal, dass die besser wird, obwohl die Konsole gleich bleibt, die wird nicht stärker, die bringt nicht mehr Leistung mit, wir müssen es irgendwie schaffen. Und damit sind die alle natürlich total beschäftigt. Ich glaube, ein Punkt ist, wenn die Leute sagen, ihr macht ja immer dasselbe Spiel, hat halt damit zu tun, dass es sich vielleicht ähnlich anfühlt, wenn man spielt. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich dann das alte Spiel nochmal angucken würde, also jetzt nicht im Fall von Lords of the Fallen, nur ganz allgemein, wenn man sich das alte Spiel nochmal angucken würde, dann sieht man halt, oh, okay, in Wirklichkeit, das war halt zu der damaligen Zeit so, wie jetzt das neue Spiel zur aktuell sozusagen sich für mich anfühlt. Aber in Wirklichkeit hat sich da halt gab es da halt im Zweifelsfall eine richtig große Entwicklung. Ne? Sei es mal auch bei uns, wenn wir sowas wie, was ich, Book of Unwritten Tales 1, Book of Unwritten Tales 2, sind beides von der Click-Adventure, sagt man, spielt beides in derselben Welt und so, sagt man sich, naja, hat sich ja nicht viel getan. Aber auch da halt in Wirklichkeit sind eben auch wieder sämtliche Grafiken und alles komplett neu, weil wenn man einfach dieselben Grafiken beim zweiten Teil benutzt hätte wie beim ersten, hätte jeder gesagt, das sieht jetzt aber weird aus, obwohl sie beim ersten halt gesagt haben, oh, sieht aber toll aus. Nur da waren halt eben auch
vier oder fünf Jahre dazwischen. Hm. Und deswegen ist, glaube ich, tatsächlich so auf Asset-Seite kann man tatsächlich relativ wenig wieder verwenden. Also es gibt manchmal so generische Sachen, dass man, okay, irgendwie eine Felstextur oder irgendwie einen Sound fürs Menü oder so, okay, das kann man vielleicht wieder verwenden, aber man muss halt einfach von den inhaltlichen, also von den Grafik-Assets, muss man halt einfach im Prinzip fast jedes Mal von vorne anfangen oder zumindest sich stark weiterentwickeln. Und ich glaube, da, wo man halt wirklich was wiederverwenden kann, sind Tools. Hm. Oder halt eben eure Engine zum Beispiel. Oder bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben so ein paar Tools, die wir für viele Spiele schon benutzt haben und jedes Mal wieder anpassen. Als Beispiel, wenn man ein Spiel für Konsole macht, dann muss halt auf den Konsolen so bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Also was passiert, wenn ich mich, keine Ahnung, bei der Konsole abmelde, während ich gerade auf dem USB-Stick speichere und so, und dann muss eine Fehlermeldung kommen und so. Und das sind natürlich Sachen, die man nicht jedes Mal wieder von vorne macht, sondern da hat man dann irgendwann so ein Tool-Paket, wo man einfach sagt, okay, das Ding hier funktioniert, das schmeißen wir ins Projekt rein und dann ist gut. Aber ich glaube tatsächlich bei den Spielen, selbst wenn die Spiele sehr ähnlich sind, passiert assetmäßig, kann man nicht so viel wiederverwenden. Und das ist tatsächlich auch das, was meistens die längste Zeit dauert und auch am teuersten eigentlich ist, die Erstellung der ganzen Assets. Was wäre denn das Extrembeispiel für ein Wiederverwertungsspiel? FIFA? Ja. Da ist ja der Vorwurf immer sehr, sehr stark zu sagen, hey, das ist ja irgendwie... Aber selbst da bei FIFA, wenn man sich jetzt überlegt, jetzt nicht das ganz aktuelle FIFA, aber letztes Jahr, oder sind sie dieses Jahr umgestiegen auf Frostbite? Oder letztes Jahr? Nee, ich glaube, sie sind letztes Jahr umgestiegen. Letztes Jahr haben sie auch zum ersten Mal diese Solo-Kampagne und so. Man sagt zwar auch, ja, das ist dasselbe Spiel, aber ja, es ist Fußball. Was sollen sie da auch groß erfinden? Also ich glaube tatsächlich, dass im Vergleich letztes Jahr zum vorletzten Jahr, dass das im Prinzip fast ein komplett neues Spiel war. Die werden da nicht super viel wiederverwendet haben, weil sie komplett umgestiegen sind von der Engine, einen riesen neuen Modus reingebaut haben. Vom Gameplay her ist es natürlich ähnlich war, aber jetzt auch nicht komplett identisch. Und ich glaube auch da, also man sagt zwar relativ schnell, ja, ist immer dasselbe Spiel, weil es sich ja gleich anfühlt, aber ich glaube tatsächlich, dass das ist nicht so Fußball. Ist. Man kann ja nicht mal Fußball mit irgendwie drei Bällen auf dem Platz oder nee. Powerbällen machen oder sowas. Das wiederum wäre lustigerweise gar kein so Unterschied. Ich glaube, das Problem ist, dass, wie du schon sagst, dass die Sachen, die Menge von Arbeit, die in dem vergleichsweise kleinschrittigen Unterschied besteht. Also man macht ja nicht irgendwie im ersten Mal was Fußball und jetzt ist es irgendwie Schachschwimmen, ja. sondern es ist halt einfach immer noch Fußball und es hat halt so zwei, drei Änderungen, aber weil es eben ein Jahr dazwischen liegt oder zwei Jahre dazwischen liegen, ist es komplett neu. Und ich meine, wir haben es ernsthaft versucht, weil wir gesagt haben, na gut, Turn-Based Games, also da ändert sich nicht mehr so viel. Also da ist auch, weißt du, da ist die Technik, du guckst von oben, Du hast rundenbasiert, du brauchst eine KI, die bestimmte Sachen kann, also gerade so in dem KI-Bereich, das kann man doch wieder benutzen und ob der jetzt einen Bogen in der Hand hat oder eine Laserpistole, ist doch jetzt echt scheißegal auf der Technik. Und wie war es dann? Wir haben es fast immer komplett weggeschmissen. Wir haben es jedes Mal versucht und dann haben wir diesen relativ großen Rumpf gehabt, den wir rübergerettet haben. Dann haben unsere Programmierer sich das eine Weile lang angeguckt, dann haben sie irgendwann gekotzt und dann haben sie ganze Teile der Engine neu geschrieben jeweils, ohne dass wir das sozusagen nicht gemerkt haben, aber ohne dass das ursprünglich so gedacht war, weil sich halt rausstellte, dass eben, wenn du es nicht wirklich komplett als Engine universell programmierst, du dann immer doch so viele, gerade gegen Ende, das fängst an mit so einem, das hat eine ganz breite Basis und je länger das Spiel entwickelt, umso schmaler wird deine Lösung, weil sie halt genau für das Spiel passen muss und du keine Zeit hast in der Entwicklung und zu sagen... patchst du noch irgendwelche Sachen genau, rein, damit es nicht aufeinander fällt. Das heißt, je länger das Spiel ging, umso mehr wurde die Programmierplattform sozusagen, umso spezieller wurde die auf das Spiel zugeschnitten. Als wir dann rüber gewechselt sind, war klar, okay, das hat nur noch sehr grundlegende Gemeinsamkeiten. Und wir haben relativ viel Geld tatsächlich reingesteckt, so eine Turn-Based-Plattform zu bauen. Und wir, der Ertrag steht in keinem Verhältnis. Und da haben wir nicht mal, also die Grafik ist nicht das Riesenthema. Es ist, natürlich entwickelt sich weiter, aber das ist für uns im Turn-Based-Bereich isometrische Ansicht, ISO-ähnliche Ansicht, ist nicht so ein Ding. Wir haben auch nicht, also wir haben ein Multiplattform-Spiel gehabt, dann haben wir auf PC umgestellt, das heißt, wir haben nicht diese Konsolengeschichten gehabt, war für uns nicht schwierig. KI, viele von der Grundstruktur her war ähnlich, die Eigenschaften von den Charakteren sind ähnlich. Und trotzdem funktioniert es nicht, weil bereits kleine Änderungen, dass sich das ganze Kampfsystem, die Wahrscheinlichkeit, wie was funktioniert, wann du getroffen wirst, andere Regeln und schon musstest du unseren kompletten Import ändern von allen Gegenständen, weil eben die Art, wie die Regeln sozusagen angewandt wurden, mit den Werten anders funktioniert haben und so. Und ich glaube tatsächlich, dass das eben
selten, also das, was man sieht, die Änderungen, die man sieht, die merkbar sind, wenn ihr von, keine Ahnung, Kronos auf, also vom Turn-Based-Ding auf Real-Time wie die Zwerge hochgeht, ja, oder hochgeht, aber wechselt, ja. Das ist halt, fühlt sich wie wahnsinnig groß an. Aber es ist, hättet ihr Zwerge Turn-Based gemacht, wäre es wahrscheinlich auch nicht viel weniger Arbeit gewesen. Ja, genau. Weil das Problem, glaube ich, auch immer ist, wenn man Sachen rübernimmt, dann ist man natürlich immer so ein bisschen da drin auch gefangen. Also ja. Dieser alte Spruch, wenn du einen Hammer hast, sieht dir das Problem wie ein Nagel aus. Das ist halt so ein bisschen, okay, das passt nicht so hundertprozentig, aber vielleicht, wenn man so ein bisschen... Und am Ende ist es dann halt einfach nicht so gut, wie es sein könnte, weil man halt... Aber du wirkst total rum, um das dann irgendwie noch passend zu machen. Weil man irgendeinen Scheiß mit übernommen hat, wo man irgendwie sagt, okay, so zurückblickend hat das eigentlich keine Arbeit gespart und das Ergebnis ist nicht so gut. Was man allerdings schon macht, oder was wir zumindest machen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, gerade wenn man ein neues Projekt beginnt, dann haben wir halt ganz häufig erstmal, okay, wir nehmen jetzt erstmal, keine Ahnung, den Charakter aus dem Projekt und wir nehmen halt irgendwie hier ein paar Sounds und so und man baut sich dann so... Klar, am Anfang kann man das immer sehr gut machen. So ein Frankenstein-Spiel, sage ich jetzt mal, um halt so erstmal ein Ergebnis zu haben und dann sagt man halt, okay, aber wir wissen, dieser ganze Kram ist halt nicht dafür da, um wirklich im Spiel zu bleiben, sondern wir schmeißen ihn alles weg und ersetzen ihn. Kann einem tatsächlich viel helfen, einfach zu bestätigen, was man vorhat, also wirklich, um das einmal alles zusammenzuschmeißen. Oder wenn man wirklich in dem Genre bleibt, zu sagen, wir wissen, der Kampf wird so ungefähr funktionieren, wenn wir ihn jetzt nicht völlig ruinieren oder sowas. Also ich glaube, das kann man schon. Ansonsten aber, auch was Game Design angeht, Gameplay angeht wirklich, klar, man hat Sachen gelernt. Zum Beispiel haben wir gelernt bei Lords of the Fallen, wie viel Fläche braucht denn so ein Kampf eigentlich, wenn man irgendwie einer gegen einen kämpft oder dann ist noch ein Fernkämpfer dabei. Wie kann man die denn aufstellen? Also ich glaube, Wissen kann man da schon sehr, sehr viel sammeln. Und ein schönes Beispiel, was ich auch finde bei Strategiespielen, was mir viel Spaß gemacht hat, war Civilization Revolution auf iOS, als es rauskam. Denn da hat man halt gemerkt, das ist ein neues Team, die haben ein Spiel gemacht für ein Gerät, alles neu gemacht, aber das gemerkt, dass alle Regeln und die ganze Erfahrung, die sie von 20, 25 Jahren Civilization-Entwicklung haben, irgendwo dahinter sind und dass das Spiel dadurch eben nicht flach ist und nicht jemand sich die ganzen Gedanken nochmal neu machen muss, sondern dass sie nur angepasst wurden. Sie wurden ein bisschen vereinfacht, sie wurden angepasst, aber du hast gemerkt, boah, da sind so viele Regeln, die einfach da so reingequetscht haben, das kann man nicht, wenn man neu dazukommt. Ich glaube, das stimmt schon, man kann mit Erfahrung sehr viel machen. Aber allein durch die Technologie, die jedes Jahr voranschreitet, wir hatten gerade FIFA, wenn man sich anguckt, wie sich FIFA entwickelt hat, wenn man jetzt mal, weiß nicht, von 1997 oder wann das erste richtige FIFA rauskam, wenn man sich die Spiele jetzt mal 20 Jahre anguckt, man guckt sich an, was da in jedem Jahr passiert ist, die sehen schon alle anders aus und immer alle 3-4 Jahre sehen die komplett anders aus. Und ich glaube, diese Dinger, die muss man erstmal sehen. Natürlich, wenn man ein Jahr Zeit hat und das nächste super Riesenspiel machen muss, oder von mir aus sogar zwei Teams das parallel machen und sich abwechseln, du musst immer einen Schritt weitergehen. Ja. Du kannst nicht stehen bleiben irgendwo. Ab und zu schaffst du es vielleicht einmal mit einer Fortsetzung noch, die gleiche Engine, die gleichen Ideen, aber sonst geht es eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist auch, das ist der entscheidende Punkt, was du sagst. Technologisch gesehen kann man nicht so, oder inhaltlich kann man fast gar nichts mitnehmen, technologisch kann man ein paar Sachen mitnehmen, aber der ganz entscheidende Punkt ist halt die Erfahrung, die nimmt man halt voll mit. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum es halt eben Teams gibt, die Rennspiele machen und ein Rennspiel nach dem anderen machen und es gibt andere, die machen Fußballspiele und der nächste machen First-Person-Shooter. Und es gibt halt relativ wenige Teams, die halt irgendwie so in komplett verschiedenen Genres irgendwas irgendwie unterwegs sind, weil man halt eben jedes Mal die Erfahrung sammelt. Ja. Und im Zweifelsfall, wenn du halt das fünfte Rennspiel gemacht hast, selbst wenn das dann heißt, fünfmal die Assets neu zu machen und dreimal die Technik neu zu machen, hat man halt trotzdem die Erfahrung von fünf Rennspiels und das fünfte Rennspiel, von fünf Rennspielen und das fünfte Rennspiel ist sicherlich besser als das erste und dementsprechend, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es sozusagen Entwickler, ich sag mal, ähnliche Spiele vielleicht ab und zu machen, nicht so sehr, weil sie dann halt eben schon die Hälfte fertig haben und nur noch sowas draufpacken müssen, sondern in Wirklichkeit, weil sie da halt einfach die Erfahrung haben und es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie da eben wirklich ein extrem gutes Spiel machen. Das ist auch und, das, ja. Ganz kurz, ja. Und der andere Punkt ist natürlich noch, es ist auch immer so eine, auch ein bisschen so eine Publisher-Kiste. Also die Publisher, die kommen natürlich gerne zu einem und sagen, hey, ihr macht ja Adventure, macht mal ein Adventure für, oder wir suchen jemanden, der ein Adventure für uns macht. Selbst wenn man vielleicht irgendwie sagt, ja gut, aber wir machen auch andere Sachen, aber die sagen, nee, wir wissen halt, ihr könnt das und bei dem anderen wissen wir halt nicht, ob ihr es könnt, macht doch das, was ihr könnt. Und dann hast du halt eben
ich sag mal, bestimmte Entwickler, die dann halt, ich sag mal, so ein bisschen so Typecasting-mäßig immer wieder dasselbe Ding sozusagen machen, weil halt das dann die Projekte sind, die denen angeboten werden. Tja, wenn jetzt der Björn hier wäre von Piranha Bytes, der könnte sicherlich auch ein bisschen was dazu erzählen. Aber ich meine, ist auch, wenn Piranha Bytes ein Autorennspiel machen würde, dann ist halt erstmal, okay, kann Piranha Bytes ein Autorennspiel machen? Wir wissen, sie können Rollenspiele machen. Ja. Elix ist draußen, kaufen. Aber es ist halt, ne, erstmal Autorennspiel, ist auch ein Computerspiel, aber hat halt andere Herausforderungen. Ne? Ich glaube, das macht halt auch das so schwierig oder so besonders bei der Spieleentwicklung. Du brauchst diese ganzen Leute mit der Erfahrung auch, um dein nächstes Spiel zu machen. Und je länger dein Team zusammenarbeitet und wenn die das wirklich alles wissen, was ist das Problem in der Technik beim Game Design? Wo müssen die Gegner stehen? Wie muss das Level aufgebaut sein? Wie geht die Animation harmonisch ineinander über? Und was sind überhaupt die ganzen Sachen, die ich zusammenbinden? Wenn die Leute alle wieder ihrer Wege gehen und du musst die für ein neues Projekt wiederfinden und die müssen sich finden und die müssen das wieder lernen, fängst du halt wirklich oft bei Null an. Und deswegen ist halt so wichtig, dass ein Spielentwicklerteam zusammenbleibt, lange sich entwickeln kann und halt wirklich auch tatsächlich, finde ich, Aufträge kriegt, Jobs kriegt, die zu ihm passen und zu seinen Erfahrungen passen. Und fairerweise muss man ja auch sagen, wenn da ein Team ist, was halt Autorennspiele macht, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass die Leute sich für Autorennspiele oder Autorennen interessieren oder für Autos interessieren. Genauso wie Piranha Bytes natürlich auch jetzt nicht sagt, wir wollen keine Rollenspiele machen, wir finden Rollenspiele scheiße, sondern natürlich sind das Rollenspielfans. Insofern, das passt schon. Und ich sag mal, da würde auch kein normaler Publisher oder so würde halt irgendwie hingehen und sagen, wir wollen ein Spiel X machen, jetzt rein zufällig gucken wir mal, welcher Entwickler das machen kann, sondern man guckt natürlich schon, wer hat die Erfahrung, wer hat Bock drauf, wer kann das. Aber dadurch kommt es halt so zustande, dass man halt manchmal ähnliche Spiele macht, obwohl es tatsächlich gar nicht so viel, also finanziell oder so von der Projektlaufzeit her oder so, eigentlich gar nicht so viel bringt. Wobei interessanterweise auch, das geht eher an die Publisher als an die Spieler in dieser Welt, was tatsächlich so ist, finde ich, also trotzdem, was ihr gerade gesagt habt, klar, die Erfahrung ist wichtig und es ist was ganz anderes davon. Also du hast halt, vorher fängst bei null an und dann bist du halt bei irgendwie, keine Ahnung, 80. Das Spannende ist aber, dass dann eben die verbleibenden 20, dass diese Lernschritte gar nicht so gigantisch sind, weil du ja trotzdem die neuen Sachen zum ersten Mal machst. Und klar hast du, also vorher ist dein Fehler gerade so, also es kann halt so oder in die richtige Richtung gehen. Und dann wird es halt immer mehr so, aber die Bewegung ist immer noch diese hier. Du bist nicht so, ja okay, wir haben das einmal gemacht, ich weiß jetzt, die müssen immer da hinten stehen, genau 2 Meter Abstand, das ist Sweet Spot und danach wird das Spiel super. Sondern du probierst was Neues aus und dein ganzes Gerüst, das vorher so mühsam zusammengekleistert ist, sowohl technisch als auch designmäßig, selbst zum Teil optisch. Da gehen alle Alarmsignale. Ja, macht's, genau, da gehen hier gerade, da kommt sofort die Feuerwehr, die man im Hintergrund hört. Dann bricht das alles auseinander und du hast wieder nicht den Punkt, an dem du sagst, ich weiß über alles Bescheid, sondern jede neue Komponente, die du reinwirfst und gerade bei Fortentwicklungen, sowohl technischer Art als auch optisch, als auch anders, passieren eben in ganz vielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig neue Komponenten und schon kannst du doch nicht mehr so sicher sein, dass das alles in der Tasche ist. Klar wird es tendenziell mehr Erfahrung geben, du machst die gleichen Fehler nicht nochmal, aber es gibt halt aufregende neue Fehler, die du machen kannst und dementsprechend, weil du eben nur vielleicht alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre so ein Spiel dann rausbringst oder alle Jahre von mir aus. Das sind ja extrem lange Zeiten, in denen du so viel lernst, weil du nur so viel anders machst in Wahrheit. Und das, wenn du jetzt hier was lernen sollst, ja, dann ist das schon mal wieder eine ganz andere Nummer. Ja. Und ein interessanter Faktor dabei ist ja auch noch, dass wenn man sich halt anguckt, dass es vielleicht ein Team gibt, was dann, was ich seit 10 Jahren in eine bestimmte Richtung was entwickelt, dann haben die natürlich jetzt auch einfach einen großen Vorsprung im Vergleich zu jemandem, der komplett von vorne anfängt sozusagen, weil die Spiele insgesamt ja auch immer komplexer werden und dann jetzt muss es aber auch ein Online und Multiplayer und jetzt muss es aber auch Multiplattform keine Ahnung und ich sag jetzt mal, das ist natürlich dann schon was, wo es hilft sozusagen einfach das schon ein paar Mal gemacht zu haben, weil wenn man jetzt sozusagen anfängt, okay, als erstes Spiel, setzt euch mal hin, macht mal ein Action, Multiplattform-Action-Adventure oder so, dann hat derjenige ein Problem auf jeden Fall. Ja, klar. Aber andererseits lockst du dich halt auch genauso rein, weil dann alle nur noch genau das, also es gibt halt so eine gemeinsame, das ist immer so, dann sieht man plötzlich, dass andere Leute das ganz anders machen, weil man eigentlich denkt, man weiß Bescheid. Mhm. Und dann sieht man jemand anderen und die so, ach komm, das wäre auch eine Lösung gewesen. Das ist ein Weg, den man gar nicht mehr einschlägt. Oder auf der anderen Seite, du sagst, wir machen jetzt mal alles anders. Oder das ist noch gefährlicher, genau. Jetzt wird es mal anders. Und das ist ja auch immer diese blöde Gratwanderung zu sagen, einerseits will man alles so wie vorher, auch selber als Spieler, aber andererseits will man es ja nicht wie vorher, ist ja langweilig. Du kannst es nicht richtig machen, aber du kannst es trotzdem cool machen. Aber es ist teilweise sehr paradox. Das heißt, manchmal muss man den Mut einfach fassen und einige schaffen es und andere liegen daneben. Und manchmal liegt man selber daneben, manchmal schafft man es selber. Und dann ärgert man sich halt und muss gucken, woran hat es gelegen.
Müssen wir das nächste Mal wieder den gleichen Mist bauen oder ist was anderes? Also zusammenfassend, warum dauert es so lange, bis wir die neuen Spiele rausbringen? Es ist kompliziert. Spieleentwicklung ist kompliziert. Und jedes Spiel ist im Prinzip wieder, geht wieder von vorne los. Ja. Das stimmt. Und auch Deathplays aufnehmen ist für uns manchmal kompliziert, aber manchmal auch nicht. Auf jeden Fall geht es immer wieder von vorne los. So auch das nächste Mal. Schön, dass ihr diesmal dabei wart und schaut euch auch auf YouTube unsere vergangenen Folgen an, wenn ihr Lust habt, auf deathplay.de. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.